Vielleicht notiert durch das Daseinsversteck jetzt noch schnell. So, wie viel haben wir denn anfangen wollt dort? Sieht aber auch nicht so aus, als wären das jetzt so mega viele. Nö, nicht wirklich. Hey, was? Was? So, du bist auch noch tot. Habe ich schon mal gesehen? Nee, ne? Also ja, hat mich, weiß ich. Da ist noch wieder. Ich glaube, das ist Level 24. So, und haben wir das Versteck hier mal kurz geplündert. Das ist irgendwas, was ich jetzt unbedingt noch mitnehmen muss. Ein Schatz oder sowas vielleicht. Nö, eigentlich ja weniger. Doch hier. War zumindest mal was. So, jetzt habe ich mir die drei Dinger hier noch schnell. Alter, ich hab dich gerade befreit. Mach dich ab. Dann haben wir das auch. So, dann haben wir das hier bis Verstecke durch. Gut, wunderbar. Oh, ich habe wieder ein bisschen was vergessen zu blindern, ne? Gut, was machen wir dann heute noch? Warte mal, wo ist denn der überhaupt hin, der Typ? Da ist er doch schon. Könnt ihr jetzt natürlich überlegen, ob ich dich jetzt den Philakis doch ärgere. Oh, da können wir doch machen eigentlich, theoretisch. Das können wir doch machen noch. Kriegen wir dann locker in die Folge mit rein. Auch weg. Den einen habe ich mit dem gleichen Level gemacht. Oh, hallo mein Freund. Ich
So, ich guck mal gerade wegen Ausrüstung. Ich will mein anderes Pferd nehmen. Ja, weil doch wieder so ein random geiler mit auf die Weg kommt. Hey, ich kann nicht angreifen. Wo ist denn der Tibetchen? Ein bisschen hat er jetzt was abgekriegt, aber nicht allzu viel. Denn hin? Was hat er denn hin, der Kollege? Wo ist mein Kollege? Wo ist der Kollege hin? Hallo? Ist das ein Schatten hier? Ja, okay. Ja, nur so aus, als wäre das eine Statue gewesen. Ich hätte aber jetzt, wie gesagt, gerne den Typen doch da geholt. Aus dem Weg! So, der läuft ja da unten rum. Ich schau mir jetzt mal den Punkt dort. Das wäre zumindest am sinnvollsten. So, ich muss mal kurz nur eben da hoch. Weil ich dann die bessere Position habe. Ein Kriegsbogen. Ah.
So, die Schnellreise ist freigeschaltet. So, das war der Gedanke dahinter. Warte mal. Guck mal, mein Freund. Der Kopfgeldjäger kann dich holen, Magi. Warte! Lasst uns was zerschlagen, Jungs. Wir sind die Vorteil. Lenk die Gegner. Hab ihn. Ich hab den Belegen fast raus. Und so schwer war der jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Und so schwer war der jetzt auch nicht. Gut, es gibt einen Trick, wie ich das jetzt gerade gemacht habe mit dem Pferd, mit dem ich einfach auf dem Pferd geblieben bin, und dann hat er nicht allzu viel zu melden gehabt, weil er sich so schnell nicht bewegen kann mit so einer Dings. Und wir haben jetzt mittlerweile den zweiten vor 10. Aber ich vermute, dass ich eher war, sage, nee. Deswegen langsam, aber sehr stark. Nee, das lassen wir auch erstmal, wie es ist. Wir behalten zwar die Dings hier, die Waffe, aber wir werden sie nicht wirklich benutzen. Gut, ich würde sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. Ob da irgendwo bestimmt noch ein paar Nebenquests laufen. Haben wir noch 3 Nebenquests, aber die sind einzige. Ja. Naja, die gar nicht zu der ersten Pyramiden. Wir sind dann raus heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dieser Quest hier. Das war, oder? Ne, wir machen wieder eine Hauptquest, komm. Wir machen die eine, zumindest die Maske der Echse, würde ich sagen, machen wir. Und dann machen wir, gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht sind wir dann schon Level 25, damit wir die Quest auch angehen können. Dann haben wir die 2 weg. Gut, ich bin raus heute. Bis dann und tschüss. We'll be right back.